Was geht ab, ihr kleinen Schlingel, und willkommen zu einem neuen Video. Ich bin ein bisschen krank, man wird es mir wahrscheinlich an der Stimme anhören. Und ich habe gerade nur noch zwei Freunde, Tee Nummer 1 und Tee Nummer 2. Das heißt, ich liege vor allem den ganzen Tag im Bett, trinke Tee und gucke Serien. Aber ich habe mich nochmal aufgerafft und eine neue Wahr-oder-Falsch-Geschichte für euch produziert, bei der ihr da draußen wie immer entscheiden müsst, ob sie stimmt oder ob sie nur in meinem kranken Kopf entstanden ist. Kommentiert also Hashtag wahr oder Hashtag falsch in die Kommentare. Ich habe wieder ein kleines Hörspiel draus gemacht. Ich würde mich über einen Daumen nach oben als Support sehr stark freuen. Und jetzt, liebe Freunde, fangen wir an. Greensburg im Herzen des US-Bundesstaats Kansas hatte nicht viel zu bieten. Wie so vieles im mittleren Westen bestand auch diese Stadt gefühlt nur aus endlos weiten Kornfeldern. Der kleine Stadtkern hatte aber auch eine Highschool. Und da den Teenagern in der Provinz schon mal langweilig wurde, hatten sie sich spezielle Hobbys gesucht. Tara McLaren war auf YouTube besser bekannt als Tara's World. Sie galt als die Schönheit an der örtlichen Highschool und wurde von den Jungs gejagt wie von Bauern Vögel, die ihre Ernte zerstören wollen. So waren auch Max und Samson, zwei Jugendliche, mal wieder in einem Gespräch über Tara vertieft, obwohl sie eigentlich hätten lernen sollen. Ach Tara, was würde ich geben für eine Nacht mit ihr? Diese blonden Haare, die grünen Augen. Wollten wir nicht Chemie lernen? Ja, das wollten wir, aber... Oh, schau da hinten, da ist sie in der Bücherei mit ihren Freundinnen. Sie sieht so süß aus, egal was sie macht. Wie ich dich kenne, stalkst du sie wahrscheinlich überall im Internet. Sie hat doch jetzt neben Instagram und Snapchat sogar diesen YouTube-Kanal. Ja klar, ich bin sogar Abonnent von Tara's World. Hast du mitbekommen? Sie will heute Abend einen Livestream machen über die gesamte Nacht. Oh, wie krass, und du wirst jede Sekunde davon anschauen. Moment mal, wollte ich nicht heute bei dir übernachten? Genau, das heißt, wir werden jede Sekunde davon anschauen. Oh Gott. Tatsächlich musste Samson Max Schwärmereien noch weiter ertragen. Nachdem sie beim Football gewesen waren, gingen sie zu ihm nach Hause, schauten noch einen Film und hockten sich dann entspannt auf die Couch in seinem Zimmer. Das Haus von Max war eigentlich nicht weit weg von Terras, zwei Straßen um genau zu sein. Dennoch hatte er sie in seinem Leben noch nie besucht, geschweige denn ein Wort mit ihr gewechselt. Um Punkt 10 war es dann soweit. Max war schon längst auf der Seite ihres Livestreams. Muss ich das wirklich jetzt ertragen? Ja, ich habe doch extra dir was zu essen gemacht. Und jetzt sei leise, sie fängt an. Hallo Leute, es ist soweit, mein Livestream beginnt. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir haben 22 Uhr und ich werde bis 7 Uhr morgens durchstreamen. Bleibt alle mit dabei bei meinem Durch-die-Nacht-Stream. Wir sind schon 214 Leute, super cool. Ich sehe schon eure Fragen im Chat. Wann hattest du deinen letzten Freund, will Micha 98 wissen. Das ist ein halbes Jahr her, aber ich bin froh, dass ich das Arschloch losgeworden bin. Das Ganze ging so weiter, die Uhr schlug schon weit nach Mitternacht. Während Max noch gespannt auf den Bildschirm starrte, war Samson neben ihm schon längst im Reich der Träume angekommen. Mittlerweile haben wir 2 Uhr nachts und immer noch sind 157 Leute mit am Start. Gut, dass morgen schulfrei ist. Jasmins Live fragt mich, ob ich meine Haare gefärbt habe. Ich bitte dich, die sind von Natur aus so blond. Die verbliebenen Zuschauer stammten wahrscheinlich zu 90% aus ihrer Highschool und waren in sie verliebt, genau wie Max. Doch selbst er hätte den zugegebenermaßen eher öden Livestream am Ende vielleicht sogar noch verschlafen, wäre nicht Folgendes passiert. Wir haben 3.23 Uhr, noch 114 Verrückte. Ich werde langsam Ach, wirklich Tara, müde. Du bist so süß. Hey, Leute. Habt ihr das gehört? Ich will nicht einschlafen. Es war sicher nur die Katze, aber da war etwas im Haus. Ich gehe lieber kurz mal nachschauen. Bei unseren Nachbarn wurde vor einem Jahr eingebrochen. Man weiß ja nie. Ich bin sofort wieder da. Bleibt ja dran, okay? Hey, was passiert da gerade? Lassen Sie mich los! Hey? Was wollen Sie von mir? Was will der Typ von ihr? Wach auf, Samson! Wach auf! Sei still, ich will diesen Livestream nicht mehr anschauen. Da ist gerade was passiert. Ein Unbekannter ist reingestürmt und hat Tara entführt. Du hast einfach nur schlecht geträumt. Nein, hab ich nicht. Wir werden jetzt beide zu ihrem Haus gehen. Tara McLaren tauchte nicht wieder auf. Als die beiden Jungs zu ihrem Haus stürmten, war es bereits zu spät. Bereits andere Jugendliche, die den Stream auch geschaut hatten, waren schon da. Doch von dem mysteriösen Entführer war keine Spur. Man sah ihn in einer kurzen Einstellung im Livestream. Was auch immer dahinter steckte. Bis heute wurde es noch nicht herausgefunden. Doch der mysteriöse Livestream geisterte durchs Netz und die verschiedensten Theorien wurden aufgestellt. Ja, kann diese Geschichte dieses mysteriösen Livestreams stimmen? Oder habe ich die mir nur aus Langeweile im Bett ausgedacht? Wobei, normalerweise denke ich mir andere Sachen im Bett aus. Okay, kommentiert zuerst, wahr oder falsch. Erster Link in der Beschreibung führt euch dann zur Auflösung auf meinem zweiten Kanal. Das war's von mir, liebe Freunde. Ich gehe mal weiter Tee trinken. Die Welt ist böse und passt auf euch auf.